Da war bestimmt irgendein ganz offensichtlicher dummer Weg, den ich jetzt übersehe, weil ich bin immer so scheiße. Ihr wisst gar nicht, wie viele Kommentare ich jetzt gekriegt habe aus allen Spielen. So aus jedem Spiel. Es ist doch immer wieder faszinierend, dir zuzuschauen, Mick, wie du 100-mal am richtigen Weg vorbeirennst. Ich muss sagen, ja, ich bin halt so blöd. Tut mir leid. Es ist manchmal, ja, ja. Manchmal ist Weg gleich Fragezeichen. Loch. Loch rein. Loch durch. Loch raus. Luft. Schwanger. Schlecht. Was auch immer. Okay, Loch. So. So, ich glaube, ich bin drin. Das war ja einfach. Wo komme ich denn jetzt wieder hier? Gras. Geh weg. So, so sieht's okay aus. Jo, runter. Plopp. Und schon wieder hier im Wasser rumhüpfen, aber jetzt ist es zum Glück nicht mehr so schlimm. Jetzt haben wir ja das Zeug dazu. Zup, zup, zup. Wir sind richtig agil geworden unter Wasser. Ha! Ha? Hallo? Okay. Ich dachte, das wäre eine Kanone. Was zum Teufel? Das hat mich jetzt verwirrt. Irgendwie. Kleinvieh schwimmt auch noch überall hier rum. Komme ich jetzt nicht im großen Reaktor raus? Ja, doch. So, was hatten wir denn hier? Oh, tolle Musik. Ganz, ganz tolle Musik. Oder? Die gibt es auch unter Wasser. Gut zu wissen. Ne? Ich weiß, ihr habt es schon vermisst. Ihr hättet jetzt gedacht, oh nö, unter Wasser hier. Da gibt es ja gar keine tollen Nervpiraten. Oh. Ups. Hoppala. Es sah irgendwie so friedlich aus gerade. So, die Springerei funktioniert jetzt was besser als früher. Jetzt sind wir etwas agiler. Unter Wasser. So, wo lang will ich denn? War das meine große Tür? Jo, das war doch meine große Tür. Okay, dann will ich da doch bitte hin. Wir waren hier ja schon mal. Das heißt, das Schlimmste an Rätseln müssen wir ja nicht mehr machen. Das ist ja schon erledigt. So, und hier hieß es doch, glaube ich, nö, nö, nö. Hier kommst du unten nicht weiter, ne? Genau. Der Frachtlift zum Gamma-Deck. Tja, der Lift ist natürlich für den Arsch. Der ist ziemlich im Ärscher. Aber jetzt können wir einfach den manuellen Weg hier nehmen. Das funktioniert. Insofern die Tentakel uns nicht erwischen und wieder runterwerfen. Aber da muss man halt einfach drauf schießen und dann passiert das nicht. Insofern man den Weg findet irgendwie. Ich springe jetzt einfach mal hier rum. Zack. Nee, nicht runterfallen, bitte. Ruhig. So. Geh du mal weg, du nervst was. Okay, ich bring dir hier hoch. Ist doch auch eine Möglichkeit. Ist hier was? So. Von hier aus kann ich aber hier. Oh oh. Da ist gerade ein Pirat runtergefallen. Hupsi. So. Puh. Wir könnten im Schiff angekommen sein. Hallo. Kuckuck. Lädst du nur nicht oder bist du kaputt? Keine Ahnung. Ich glaube, die soll eigentlich funktionieren. Schauen wir mal. Eins. Zwei. Ne, funktioniert nicht. Was machen wir denn hier? Ist die irgendwie aus oder sowas? Diese Tür wird nicht mit Energie versorgt. Drei nahegelegene Schaltkreise. Och, fecken. Die sind bestimmt wieder unten, oder? Blöp, blöp.
Jetzt muss ich den ganzen Scheißweg wieder runter und wieder hoch, ne? Bestimmt, war mir klar. Jupp. Du Arsch. Fieser. Blub, blub. Und Nummer 3. Ja, weiter runden kann. Weiter runden. Da. Da drin ist das Wix-Ding. Blub, blub. Ach, Spiel. Was habe ich dir getan? Warum bist du so zu mir? Hunger, ja, aber ansonsten. Ich habe heute auch noch nichts gegessen. Da darf man doch mal Hunger haben, ne? Sei doch nicht so zu mir. Ey, 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 ey. So. Jetzt mit dem Gravity Suit ist das Wasser eigentlich wirklich nur noch ein Sichthindernis, viel mehr nicht. Bewegen kann man sich so ziemlich wie über Wasser auch. Okay, ich schau mal. Was ist mit dem hier? Was ist hier passiert? Erzähl. Okay. Ja, Weltraumpirat. Ja, ist das jetzt der erste Weltraumpirat, den wir wirklich gescannt haben? Okay. Naja, drauf geschissen. Hochaggressive, intelligente Spezies. Geübt im Umgang mit der Waffe und im Nahkampf. Weltraumpiraten verwenden im Kampf elektronisch beschleunigte Kanonen und am Unterarm angebrachte Säbelklingen. Diese Spezies strebt danach, die dominierende Kraft in der Galaxie zu werden. Und ihre Technologie könnte ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Dabei interessiert es die skrupellosen und unnachgiebigen Piraten nicht, welche Konsequenzen mit der Verwirklichung verbunden sind. Sie verhalten sich rein ergebnisorientiert und verfolgen ihre Vorsätze mit äußerster Brutalität und Zielstrebigkeit. Nebenbei sind sie dumm wie Scheiße und verrecken wie die Fliegen. Dum, dum, dum. Oh. Oh, hi! Oh, oh. Wie, du legst du? War doch interessant hier, oder? Witzig. Ich höre was. Sehen tue ich. Da sind schon wieder so scheiß Induktionsdinger, ne? Wo ist das Item? Wo ist der Aufzug? Aufzug? Gibt's dich noch? Das schaut gerade nicht so. Ist ja blöd. Okay, und hier runter? Ah, na toll. Noch mehr von euch. Man hat euch ja auch vermisst, ne? Das eine Einzelne ist nicht schlimm. Von den Drohnen hier. Dahinter ist was. Stabilität aus Kordit. Toll, ich weiß nicht mehr, was Kordit war. War das nicht? Supermissile? Normale Rakete war es nicht. Powerbombe ist es nicht. Bleibt ja eigentlich nur noch. Bombs! Geht doch! Es geht doch. So, dann ist hier... Hier war doch noch Induktionsscheiße, habe ich gesehen, oder? Da, guck mal. Guckst du hier drin. Blub, blub. Hin. Ach, hier unten? Okay. Da ist mein Ausgang. Ich kann da gar nicht hoch. Hier unten muss ich lang. So ist das. Da oben ist noch was. Da erreiche ich von hier jetzt aber nicht mehr. Da muss ich wieder hoch. Das geht so hier über den Aufzugsschacht. Und den anliegenden Schutt hier überall. So. Okay. Du bist eins. So. Dann war hier... Habe ich es nicht gesehen eben. Da, da, da drin? Wie da drin? Was ist denn nur los? Hä? Hä? Ah. Ach so. Okay. Also doch nicht da drin, sondern nur da dran. An der anderen Seite. Okay.
Gott, wie lange ist denn das jetzt? Hier sind wir hier. Oh, Lager für biologisches Risikomaterial. Das kennen wir doch noch. Das war doch schon witzig. Als wir noch das ganze tolle kleine Zeug gesehen haben und dachten, oh, oh, hoffentlich frisst es uns nicht. Hi. Hallo? Muss es so viele von euch geben? Eure ganze Spezies ist wirklich sehr, sehr wütend. Ehrlich mal.